Hallo, herzlich willkommen zum ersten Videopodcast aus der Lutherkirche. Luther.Mirjam.Offenbach, so soll diese wöchentliche Reihe heißen. Luther steht dabei für traditionelle Kirchenmusik, also eigentlich Orgelmusik, denn dieses schöne Instrument soll im Mittelpunkt stehen. Mirjam steht für das Weibliche, das heißt, Sie hören dann vielleicht ein Werk einer Komponistin, wie zum Beispiel heute, oder etwas Marianisches, irgendwie kommen da auf jeden Fall Frauen vor. Und Offenbach, das steht für die Gastfreundschaft. Bei jedem Videopodcast wird ein Offenbacher Musiker oder auch jemand aus einer anderen Religion oder Konfession eingeladen und wird hier auch ein Stück darbringen oder ein Gebet sprechen, je nachdem. Das erste Stück, welches ich ausgewählt habe, sozusagen stellvertretend für Luther, hat mit Luther gar nichts zu tun, sondern ist von einem amerikanischen Komponisten, Gordon Balchnevin. Es ist eine Scherzo-Toccatina und heißt Will o' the Wisp, Irrlicht. Dieses Irrlicht, finde ich, passt ganz gut zu diesen irren Corona-Zeiten. Ausgesucht habe ich es aber, weil es 1914 komponiert wurde. Und 1914 ist genau das Baujahr dieser schönen Steinmeier-Orgel. Opus 1195, eine Orgel mit drei Manualen, wie Sie sehen, 32 Registern. Und sie wurde zusammen mit der Kirche 1914 gebaut und eingeweiht. Und 100 Jahre später wurde sie dann wieder in ihren originalen Zustand zurückversetzt. Es gab zwei größere Umbauten, man passte die Orgel immer dem Geschmack an, aber 2013 wurde sie für das 100-jährige Jubiläum der Kirche wieder in den Originalzustand zurückversetzt. Dazu später auch noch mehr. Nun zunächst viel Freude bei Will o' the Wisp, dem Irrlicht. Thank you.
eigentlich Melanie Bonny, lebte von 1858 bis 1937 in Paris. Gegen den Willen ihrer Eltern studierte sie am Pariser Conservatoire, unter anderem bei Debussy. Sie musste dann aber auch wieder aufgrund einer von ihren Eltern arrangierten Geldheirat ihr Studium frühzeitig abbrechen und hatte dann zunächst mal sehr viel mit Kindererziehung zu tun, denn der Mann, den sie da heiraten musste, brachte 5 Kinder in die Ehe mit. Sie hatte 3 weitere mit ihm und dann auch noch ein uneheliches Kind mit ihrer großen Jugendliebe, einem Musiker. Von ihr sind über 300 Werke überliefert, auch wenn sie erst ab 1900 ungefähr wieder zum Komponieren kam. Unser Stück, ein Prière, entstand 1913, also auch ganz nah am Entstehungsdatum der Orgel, beziehungsweise 1913 war der Orgelbau sicherlich schon im Gange. Es ist ein schönes, spätromantisches, zartes Stück mit romantischen Klangfarben. Als die Orgel wieder in den Originalzustand zurückversetzt wurde, sprach man davon, dass die Streicher zurückkehren würden. Und genau diese Register kommen in dem Prière auch vor. Da ist zum Beispiel die Viola des 3. Manuals und auch eine Vox Coelestis, das ist ein leicht schwebendes Streicherregister aus dem 2. Manual. Ganz zarte Stimmen. Genießen Sie das Prière von Mel Bonny und im Anschluss wird Pfarrer Knödler, der Pfarrer hier der Lutherkirche, ein Gebet sprechen. Tröste uns,
wie eine Mutter tröstet. Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht, den Alten in den Pflegeheimen, die wir nicht mehr besuchen dürfen wie sonst, und den Kranken, die meist ohne ihre Lieben in den Krankenhäusern sind, alle Menschen, die in ihren Wohnungen bleiben müssen und die Einsamkeit fürchten. Tröste sie, wie eine Mutter tröstet. Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht, den Kindern, die die Sorge der Erwachsenen spüren, den Jugendlichen, für die Ruhe halten so schwer ist, den Eltern, die jetzt so viele Lösungen finden müssen, alle Menschen, die um ihre Existenz fürchten. Tröste sie, wie eine Mutter tröstet. Lass dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht. Den Menschen, die sowieso schon am Ende ihrer Kräfte sind. In den Flüchtlingslagern in Griechenland und anderswo. In den griechisch-türkischen Grenzgebieten. Und lass dir erzählen von den vielen Menschen dort und hier, die helfen und nicht müde werden. Tröste sie, wie eine Mutter tröstet. Gott, schütte sanft deinen Trost über uns aus, der uns umhüllt, und Segen dazu, der uns immun macht gegen die Panik. Sage zu unserem ängstlichen Herzen, beruhige dich. Sprich zu unserer verzagten Seele, ja, die Gefahr ist da, aber ich bin bei dir. Und noch dazu und allem zum Trotz, gib uns die Freude wieder an der Sonne, an der aufbrechenden Natur, an den Menschen, die wir lieben, an dir, du Gott des Lebens, damit wir mutig durch diese Zeiten gehen. Amen. Hallo, ich bin Yoshio Takayanagi, komme aus Japan. Ich wohne schon in Offenbach seit 9 Jahren vor. Ich freue mich sehr, mein Stück vorspielen zu dürfen. Das Stück heißt Capristus Chacon von Francesco Corbetta. So bei diesem schönen Instrument, Barockgitarre. Viel Spaß!